Als Miss Kleinling werden wir jetzt Olympus Maximus abschließen. Wolke der Finsternis. So heißt das nächste Level. Na gut, ich habe ja noch nie so einen richtigen Kleinling gespielt. Das ist ja alles immer gleich. Aber es fühlt sich trotzdem ein bisschen anders an. Also allein durch die Animation. Weg mit dir, kleiner Teufel. Ich sehe schon. Das wird ein großer Erfolg hier. So, ist das der Boss? Die kleinen, ekelhaften Flusen. Sieht so aus. Sie verbinden sich zu einer Hand. Mehr oder weniger. Na klar. Oh je, oh je, oh je. Oh, das finde ich wirklich schwer. Ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Daran kann es natürlich auch liegen. Ja, okay, es geht eigentlich. Jetzt kriege ich die Hand dazu. Und jetzt kann ich dem hier auch was abziehen. Sterbe aber auch sofort. Aber ich starte hier wieder und... Okay. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich will natürlich das Herz da hinten holen, ist klar. Ich hab's. Für kurze Zeit hatte ich's zumindest. Hat er mich doch gar nicht getroffen? Oh, was für ein blöder Bossgegner. Okay, da war ich zu langsam. Ist in Ordnung. Oh, das war wirklich ätzend. Nee, also das ist... Vielleicht fehlt mir auch gerade nur ein bisschen die Übung, weil ich sehr lange nicht mehr gespielt habe. Aber ich habe das Gefühl, dass das jetzt schon ein bisschen übertrieben ist. Ah, so geht's irgendwie. Nein! Dann laufe ich in die Lava rein. Oh mein Gott. Aber das ist auch richtig dumm hier, wie man spawnt. Dass man einfach sofort von dem Ding getroffen wird. Oder fast sofort. Naja. Ich kann dem auch fast nicht entkommen. Und es wird natürlich auch immer schwieriger, ihn zu treffen. Ja. Was für eine Herausforderung. Ja, so. Ach Mann! Ich bin aber auch richtig unfähig gerade. War ziemlich gut. Mhm. Ja, schade. Diesmal könnte es was werden. Wieso kommt der denn jetzt von oben? Das hat er noch nie gemacht. Und dann wird er auch noch so schnell. Oh mein Gott, ich werde das niemals schaffen.
Ja. Das ist also. Mal mit der starken Faust erreiche ich ein bisschen mehr, aber auch nicht so viel. Und die aufzuladen kostet mich halt immer das Leben. Also lasse ich das lieber. Ah, ich schaffe das nicht. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich nehme mal, das ist auch nur die erste Phase. Warum macht der mich so fertig? Warum ist der so schwer zu besiegen? Jetzt habe ich ihm schon ziemlich viel abgezogen. Jetzt wäre ich fast runtergefallen. Und jetzt wäre ich einmal getroffen, aber da konnte ich an der Stelle jetzt nicht mehr so viel machen. Und jetzt kommt er wieder. Ich kann auch nicht umdrehen, wenn ich hochlaufe. wieso bin ich so schlecht? Nicht zu lange gewartet, ja. Super, super, Miss Kleinling. Wenn man in Bewegung bleibt, dann geht's eigentlich, aber ist halt auch nicht so einfach. Und sobald er das macht, dass er von oben kommt, weiß ich nicht, was ich machen soll. Wo soll ich mich denn da verstecken? Also, ich habe wirklich keine Ahnung, wie man den machen soll. Fehlt mir irgendwas? Fehlt mir irgendwie eine schlaue Sache oder so? Ja, bögen kann ich mich auch nicht, das bringt nichts. Das habe ich gar nicht angegriffen, das war natürlich auch sehr schlau. Und lass mich auch noch treffen. WTF? Ja, ich treffe ihn auch da unten gar nicht mehr. Jetzt ist er besiegt. Zumindest seine erste Phase ist besiegt. Ja, wird ja noch ein richtiger Spaß, was da so alles auf mich zukommt. Und wehe. Ich komme hier jetzt nicht hoch. Nein, dieses Level ist die Hölle. Oh mein Gott. Ich hatte die Faust noch, oder? Ja, ja. Okay. Dann kann ich das mit der machen. Das ist aber jetzt keine Hand. Ja, und hier kriegt nicht mal ein Herz. Ja, und ich bin natürlich auch im Wind nicht so agil, wie ich gerne wäre. Mhm. Oh, da kommt aber ein Herz.
Blöde Fusselgegner. So, das Herz habe ich. Ich kann auch nicht nach unten schießen. Das ist auch noch so ein Nachteil. Okay, das Herz hat nicht so lange gehalten. Da sind ein paar Looms. Wo ich die holen soll, weiß ich nicht. Aber ich hab's jetzt. So, kann ich den einen Vogel mal eben besiegen? Ja, okay, jetzt ist nur noch einer da. Der ist auch besiegt. Okay, weiter. Ich verstehe schon. Also einmal stampfen. Mhm. Ja auch, oder? Man weiß es nicht so ganz. Nein. Oh, ich bin so froh, wenn ich das Level abgeschlossen habe. Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr schaffen, aber... Tja. Das ist halt schon übel hier. Okay. So, letzte Phase. Das ist jetzt was für ein Vieh? Ein viel zu großes. Ach du Scheiße. Hier bin ich ja falsch. Mit der Stampfattacke. Ach, mit der Stampfattacke. Mit der starken Faust komme ich aber ziemlich gut durch das Ding durch. Ja, sehr gut. Okay, das Herz hat nicht so lange gehalten und ich falle da runter. Aber ich meine, wir haben alle Teensies. Das ist ja schon mal gut. Okay, das war dumm. Und wir haben auch genug Looms, wenn ich da unten den Kasten mitnehme, der gleich kommt. Ah, verdammt. Das ist einfach ein riesiges Vieh. Na, schade. Und den Faustschlag aufladen, das klappt irgendwie auch nicht mal, wenn ich drücke. Ich weiß auch nicht warum. Klar, ich treffe gar nicht. Jetzt habe ich ihm schon richtig viel Schaden gemacht. Ja, aber ich kann da echt nicht lange an einer Stelle stehen bleiben. Die Looms habe ich. Wenn ich noch schräg nach oben schießen könnte, das wäre super. Das geht leider nicht. Ja, jetzt gerade konnte ich zum Beispiel schon wieder nicht aufladen. Da hat er einfach einzeln geschossen, ganz oft. Ich darf auch nicht da hoch. Wieso merke ich mir sowas auch nicht? Das war sehr gut.
Gesicht, aber auch einfach überall irgendwelche Körperteile hat. Jetzt, wo er gar nicht mehr so viel Masse hat, finde ich die kleinen Schläge sogar ein bisschen besser, weil damit treffe ich halt eher das, wo ich treffen will. Muss viel. Nein! Oh, das eine Ding hat mich ge... Das ist doch nicht wahr. Ey, du ekelhaftes Riesenvieh. Das war jetzt sehr blöd. Aber ich entkomme ihm noch. Wenn mich immer diese einzelnen Dinger treffen, regt mich das schon ziemlich auf, ja. Oh mein Gott. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Mir wurde immer gesagt, die Boss-Level sind richtig schwer. Das fand ich bisher gar nicht so sehr. Ich glaube, das erste fand ich sehr schwer, weil das alles noch neu für mich war. Danach ging es aber. Aber das hier ist ja total übertrieben. Ich habe schon wieder fast nichts getroffen. Kann das sein, dass er sich mal wieder regeneriert? Oh mein Gott. Ja, die eine Hand hatte ich doch schon weggemacht. Aber vielleicht war es auch in einem anderen Versuch gewesen. Das weiß ich jetzt natürlich auch nie. Das kommt ja noch dazu, dass bei den 1000 Versuchen ich den Durchblick oder den Überblick verliere. Aber wenn er in den, ja, wenn er ins Off fliegt, dann regeneriert er sich ein bisschen. Jetzt hat er nicht mehr sehr viel, aber ich habe auch kein Herz mehr. Oh, so gerade geschafft. Was jetzt? Ich traue dieser Musik. Was ist das denn da hinten für ein Blob? Das ist ein Zyklop. Okay. Ja! Ja! Okay, genug Looms haben wir. Und da. Weg mit dir, du Blödmann. 20 Minuten für so einen Bosskampf. Wow. So, das letzte Loch ist gestopft. Und das gibt mir die Credits. Das war quasi der finale Boss. Das ist ja krass. Denn, da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Es fehlen ja auch noch Level und so. Aber, okay. Jetzt muss ich wissen, dass ich jetzt die Credits zerstöre. Und die Leute hier gar nicht geehrt werden. Komm ich auch nochmal irgendwie zurück? Nee, ne? Wenn ich einmal hier hinten bin, dann habe ich verloren.
Ja, dann gibt es schon mal so ein Zwischenfazit, auch wenn ich denke, dass ungefähr noch so, ja, wie wird jetzt noch dazukommen? Schon nochmal so das gleiche Stück, oder? Fehlt ja noch einiges. Aber ja, Spiel gefällt mir sehr gut. Ein sehr cooles Jump'n'Run. Ich hätte mit Rayman noch gar keine Erfahrung. Aber ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Vieles erinnert mich an Donkey Kong Country. Das ist nicht böse gemeint, das ist sogar sehr positiv gemeint. Und ja, also auch von der Schwierigkeit, auch so von der Mechanik und von den ganzen Sammelsachen, erinnert mich das sehr, sehr stark an Donkey Kong Country, was ich super finde, denn ich liebe Donkey Kong Country. Und bin ein bisschen traurig, dass ich Rayman erst jetzt so entdeckt habe. Ich meine, ich wusste immer, dass es das gibt. Aber ich hätte mir da halt irgendwie nie so richtig was drunter vorstellen können. Aber ja, kann ich jedem nur ans Herz legen. Ich finde, die Level sind sehr, sehr schön. Vielleicht nicht ganz so abwechslungsreich, wie ich das gerne hätte. Das kann schon sein. Aber ich finde es sehr cool, dass es so, ja, typische Levelmechaniken gibt. In der zweiten Welt, in der Zauberkröte zum Beispiel, das mit dem Schweben, dass das eigentlich in jedem Level vorkam. Das fand ich sehr cool. Vielleicht fände ich es besser, wenn das ein bisschen mehr auf die verschiedenen Welten verteilt gewesen wäre und nicht alles auf einem Schlag. Wobei das Schweben kam jetzt auch schon ganz gut insgesamt vor. Ja. Ansonsten habe ich eigentlich nicht so viel zu dem Spiel zu sagen. Es gibt sehr viel Inhalt. Allein diese ganzen Charaktere, die man spielen kann. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel für mich. Das überfordert mich immer so ein bisschen. Also ich bin ganz froh, wenn ich einfach nur Mario und Luigi habe. Und das reicht dann auch. Ich meine, es ändert sich ja jetzt auch nichts an der Spielmechanik, deswegen ist das nicht so schlimm. Aber ich finde es halt immer total überfordernd, wenn ich weiß, jetzt könnte ich da noch einen Atem nehmen. Das überfordert mich einfach so ein bisschen. Weiß auch nicht warum. Ist einfach so. Okay, Leute. Ich lasse die Credits ablaufen. Vielleicht ohne sie zu zerstören. Mal gucken, ob ich mich da beherrschen kann. Und dann machen wir aber noch das Musiklevel. Das würde ich auf jeden Fall noch machen. Okay, endlich geschafft. Wir haben auch alles bekommen, zum Glück. Sonst müsste ich ja die Credits nochmal durchlaufen lassen. Das will ich natürlich nicht. Wir brauchen auch nur 100 Looms und wir haben, ja, ein bisschen mehr. Oh, fürs Konto auf jeden Fall sehr gut. Ich weiß, dass das quasi das Finale war, finde ich es auch total okay, dass das ein bisschen schwieriger war. Habe ich gar kein Problem mehr mit.
Du hast es geschafft. Du hast die fünf finsteren Kleinlinge besiegt. Die werden sich eine Weile nicht mehr blicken lassen. Hier sind 10.000 Looms, um den Sieg zu feiern. Der teuflisch finstere Rayman ist plötzlich aufgetaucht und hat 6 Gemälde heimgesucht. Begib dich zurück in die bereits geretteten Welten, bekämpfe ihn in neuen heimgesuchten Gemälden und rette neue Kleinlinge. Oh, okay, das ist auch neu. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Drachentöter. So, mal gucken, wie schwer dieses Musiklevel wird. Okay. Ich bin noch total geladen von dem Bosskampf. Mann, es geht. Nicht schwer, nicht einfach. Ah, dann mache ich sowas Dummes. Ich habe die Vermutung, es gibt hier keinen Checkpoint. Würde mich zumindest sehr überraschen, wenn es einen gäbe. Ich will da... Wieso springe ich denn da immer? Geht doch. Ja, hier könnte ein Checkpoint gewesen sein. Cool. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen hart. Ja, es gab da einen Checkpoint. Okay. Die Musik erkenne ich übrigens nicht. Zu langsam, okay. Ist in Ordnung. Jetzt muss man das Teensy mitnehmen, sonst bringt das ja nichts. 300 Looms haben wir schon. Vielleicht ist hier vorbei. Ist hier das Ende? Oh, noch nicht. Was? Was ist denn da jetzt passiert? Ich verstehe gar nicht, was da passiert. Ich musste anscheinend springen, aber... Was mache ich denn da? Da sind Drachen oder so, aber... Okay. Kein Plan. Kein Plan, was da abgeht. Oh Mann, was für ein Part. Krasser Bossgegner. Plötzlich auf einmal schon Credits. Ich glaube, ich muss ja die ganze Zeit einfach nur springen. Und jetzt dieses Musiklevel. Ich verstehe das nicht. Hä? Was soll ich denn da machen? Oh, Checkpoint. Super, jetzt hat mich hier so eine, ich weiß nicht, eine Hydra als Mahlzeit auserkoren.
Und es endet auch einfach. Jetzt kommt wieder die Puzzle. Ende? Habe ich denn alles? Ja, sieht so aus. Na, immerhin. Na gut. Unglaublich, du hast diese Welt von Albträumen befreit. Dafür hast du 5 für Glückslose verdient. Die können wir uns jetzt auch mal alle anschauen und einmal aufrubbeln. Da gibt es aber jetzt nur Looms für. Naja, okay. Kuscheltier. Kann ich das mal... Hallo? Nichts läuft mehr. Oh, was ist passiert? Okay, hier haben wir ein Gemälde. Noch ein Gemälde. Looms. Naja, okay, 500 Looms sind jetzt auch nicht so viel. Und ein Kuscheltier. Und noch ein Gemälde, cool. Ja, ich werde jetzt nochmal hier zurückkehren und heimgesuchte Gemälde machen. Der Wirrgarten. Da war jetzt auch irgendwas mit dem finsteren Rayman. Keine Ahnung, was das genau bedeutet, aber ob das hier überhaupt eine Rolle spielt oder ob das ein ganz normales heimgesucht Level ist. Sieht ganz normal aus. Okay. Wir werden also verfolgt. Es ist also nicht ganz normal. Tja, ich kann ihn austricksen. Ich wollte schon sagen, es muss doch richtig schwer sein, im Wirrgarten. Ja. Im Wirrgarten sowas zu machen. Ah, das klappt nicht. Ich muss oben her. Aber das finde ich eigentlich ganz cool, dass das jetzt so ein bisschen, ja, neu gemacht ist. Dadurch, dass ich jetzt einfach verfolgt werde, das ändert alles. Es ändert eigentlich gar nicht so viel, aber es fühlt sich auf jeden Fall ganz anders an. Ja. Jetzt komme ich hier nicht wirklich durch. Klar, ich kann jetzt weiterlaufen, aber jetzt habe ich so viel Zeit verloren, dass ich das wahrscheinlich nicht mehr schaffen werde. Könnte echt schwer werden, aber es macht trotzdem sehr viel Spaß, weil es einfach was Neues ist. Gut, das lief jetzt besser. Hier wurde ich ganz knapp nicht getroffen. Erstaunlich, aber gut so. Na, und das ist schwer. Bin ich hier nicht gesprungen, aber ich kann auch hinterher springen, geht auch. Finde es aber vorher irgendwie einfacher. Weil ich danach eben den Kopf frei habe. Na super.
Uff. Das hat mich wahrscheinlich jetzt die Zeit gekostet, die ich brauche. Es wird echt schwer, das in 40 Sekunden zu schaffen. Im Grunde musste ich gerade schon am Ende gewesen sein, sonst kann ich das überhaupt nicht schaffen. Denn wir waren jetzt gerade bei 30 Sekunden, glaube ich. Okay. Ja, fast 40 Sekunden an der Stelle. Ich habe jetzt klar auch ein paar Fehler gemacht, sicher passiert. Aber wird sehr, sehr schwer. Keine Ahnung, ob ich das überhaupt schaffen kann. Ja, das hat jetzt auch wieder ein bisschen Zeit gekostet. Nicht gut. Ich würde eigentlich vermuten, dass die Level einfacher sind, jetzt wo der finstere Raymond mich verfolgt. Also einfacher von dem Zeitlimit her. Ah, blöd, Mann. Aber eigentlich sollte ich das schon so machen, dass ich sofort da wieder lande. Das spart mir sicher eine Sekunde oder so. Und ja, das brauche ich eigentlich. Aber man merkt auch, es ist eigentlich nur Übungssache. Mit ein bisschen Übung geht das schon sehr viel einfacher. Ja, so ist gut. Jetzt komme ich hier nicht hoch, oder was? Lächerlich! Ich war sowieso schon deutlich über der Zeit. Also der Part heute regt mich ein bisschen auf. Das ist mir ein bisschen zu schwierig. Es macht Spaß, klar, aber ich bin hier sehr motiviert rangegangen und dann ging alles schief, gefühlt. Das fand ich ganz so schön für die Motivation. Weil ich jetzt gleich auch noch einen zweiten Part aufnehmen wollte. Mal gucken, ob ich das noch mache oder ob ich nicht lieber erstmal Erholung suche. Ja. Gut. Ich hasse das. Wieso geht das denn jetzt da an der Stelle nicht mehr so gut? Okay, so geht's auch. Aber kostet, glaube ich, mehr Zeit. 16 Sekunden jetzt hier an der Stelle und dann gut. Das ist ja gar nicht so schwer, habe ich jetzt rausgefunden. Und da hätte ich, glaube ich, aber ja, das schaffe ich, die Zeit reicht nicht. Uff. Das war gar nicht so schlecht, glaube ich. Das sah zwar nicht gut aus, aber ich glaube, das hat mir sogar Zeit gespart. Ja, ich darf da nicht stampfen, aber ich will stampfen, weil ich schnell sein will. Und das ist immer so. Finde ich deutlich einfacher.
hier muss ich laufen, das wusste ich nicht. Ja. Zeitlich schon ziemlich schwierig, muss ich nochmal versuchen. Ich sehe auch, wir sind deutlich über der Zeit. Habe ich gar nicht gemerkt. Naja, mal gucken. Ich versuche das jetzt hier noch, bis ich schaffe. Und dann seht ihr den finalen Versuch. Das war sehr knapp. 39,94. 6 Millisekunden, das wäre es gewesen. Okay, ja. Schon ziemlich herausfordernd. Okay, das war's für diesen Part, der etwas länger war. Im nächsten Part geht's weiter mit... Ja, wahrscheinlich mit mehr Heimgesucht-Leveln erstmal. Die würde ich ganz gerne zumindest schon mal teilweise angehen. Leute, bis dahin. Nur das Beste.